Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 16.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir hier ein neues Outfit. Synapse. Wir fangen auf der rechten Seite an beim Scorpion, passend zu Paradise. Hier der weibliche Wüstenskin für 800 V-Bucks kriegt von mir 8 von 10. Da haben wir ein Voting von 4,27 von 5 bei 60 Votes am 28. August 2018. Das erste Mal drin gewesen, 14 Mal seitdem, 110 Reminders. Das letzte Mal vor 15 Tagen im Shop. So, dann geht's weiter mit gekonnt. Ja, hier haben wir einen richtig schönen gechillten Emote. Schön anzusehen, das Ding. Ja, kriegt von mir 10 von 10, allein schon für diese Dauer des Skins. 10 von 10 für 500 V-Bucks. Der Slick. Hier 4,25 von 5 bei 32 Votes am 11. Februar 2019. Das erste Mal drin gewesen, viermal seitdem, 87 Reminders. Das letzte Mal vor 65 Tagen im Shop. Dann haben wir den Elektro-Shuffle, natürlich auch 10 von 10. Der Klassiker. Und der Elektro-Shuffle hat hier ein Voting von 4,21 von 5 bei 52 Votes am 14. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 40 Mal seitdem 100 Reminders. Das letzte Mal vor 44 Tagen am 3. Mai im Shop. Goldschuppen. Ja, finde ich jetzt persönlich nicht wirklich so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Hier ein Voting von 2,91 von 5 bei 11 Votes am 6. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem viermal 11 Reminders für 500 V-Bucks. Das letzte Mal vor 6 Tagen im Shop. Goldschuppen. Dann haben wir die Zaubermacht. Mega coole Picke. Herr Sofort hat die sich auch gegönnt. Tolles Teil für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 9 von 10. Das ist der Spellslinger. Spellslinger hat hier ein Voting von 3,97 von 5 bei 29 Votes am 16. November 2018. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem 37 Reminders. Das letzte Mal vor 15 Tagen im Shop. Nightwitch, die Nachthexe. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Kriegt von mir 8 von 10. Und hat hier ein Voting von 2,96 von 5 bei 25 Votes am 31. März 2019. Das erste Mal drin gewesen, 3 Mal seitdem 27 Reminders. Das letzte Mal vor 76 Tagen im Shop. Also über 2 Monate jetzt her. Dann kommen wir zum Heim. Hier da oben mit dieser kleinen Katzenmaske. Da hinten das Kätzchen, da hinten dran. Gibt es nämlich auch hier den Style. Genau. Und da finde ich, sieht sie nämlich deutlich viel besser aus. Kriegt sie sogar von mir 9 von 10. So. Und Heim hat hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 176 Votes. Am 24. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 9 mal 288 Reminders. Ja, und das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen. Hier der Musha. So finde ich, sieht er auch besser aus als da mit dieser Maske. Kriegt der Musha auch von mir 9 von 10. Sieht deutlich viel besser aus als sonst, das Teil. Und der Musha. Der Musha hat hier ein Voting von 3,2 von 5 bei 66 Votes. Am 24. August 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 9 Mal seitdem 41 Reminders. Das letzte Mal vor 38 Tagen. Dann haben wir diese Katzenkralle. Ja. 7 von 10 für das Ding. Cat's Claw. 3,69 von 5 bei 29 Votes. Ja, 9 Mal im Shop gewesen, 25 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen. Schnurrtastisch oder auch perfekt finde ich nicht toll. Geht von mir 2 von 10.
Hat hier ein Voting von 3,56 von 5 bei 16 Votes am 24. August 2018. Das ist mal drin gewesen. 9 Mal seitdem. 9 Reminders. 38 Mal im Shop für 500 V-Bucks. Perfect. Dann sind wir ja auch schon durch. Dann kommen wir zum Schlachtenhund. Der Battlehound. Ein mega alter Skin. Ja. Und kriegt von mir 8 von 10. Der Battlehound hat hier 3,51 von 5 bei 266 Votes. Das erste Mal im Shop am 18. März 2018. Seitdem 10 Mal 130 Reminders. Letzte Mal im Shop vor 129 Tagen. Das ist knapp 4 Monate her. Den Silberzahn, Silberfang, 7 von 10. Hier haben wir ein Voting von 3 von 5 bei 13 Votes am 18. März 2018. Das ist erstmal drin gewesen. 11 Mal seitdem, 4 Reminders nur. Auch vor 129 Tagen ist komplettes Set Shop gewesen. Sind wir auch hier schon durch. Dann kommen wir jetzt zu dem neuen. Jo, dann haben wir hier diesen Synapse. Da haben wir zwei verschiedene Styles. Finde ich, sieht eigentlich ganz okay aus. In Grün gefällt sie mir jetzt nicht so gut. Das hier finde ich persönlich ein bisschen besser. Synapse kriegt von mir 7 von 10. Und Synapse hat jetzt bereits 10 Votes bekommen. Da sind wir bei 3,4 von 5 bei 10 Votes. Zwei Reminders sind jetzt schon gesetzt. Und dann haben wir diese Hexwelle. Das ist eine neue Lackierung, animiert. Schauen wir uns das Ding mal an. Ja, mein Geschmack ist es nicht. Kennen wir ja inzwischen schon hier alles so pinky pinky. Bin ich nicht. Oh Gott. Oh. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Und nur weil es animiert ist. Aber für 500 V-Bucks, klar, wenn irgendjemand auf Pink steht, ist das in Ordnung. Aber dann sieht es auch mit Sicherheit gut für denjenigen aus. Für mich ist das hier tatsächlich eine Foltermethode. Ja, wenn ich mir solche Farben... Oh, Alter! Wenn ich mir solche Farben angucken muss, das ist grausam. Also für mich ist das Ding hier die Hexwelle. Ich finde die ganz, ganz schrecklich. Kriegt von mir... Naja... Okay, könnte halt, wie gesagt, für jemanden, der Pink mag, ist es bestimmt schön. Ich gebe 5 von 10. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Engleich. Hat rein, macht's gut, bis dann und tschüss.